Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Miniman gleich. Ja, Gilde Nummer 2. It's Rumble Time! Entschuldigung. Ich krieg diesmal diesen Rotz nicht los. Ja, Wenglish ist unser Gegner. Und Gilde 2 ist aktuell ziemlich aktiv dabei, Wenglish zu zerstören. Wenglish war wirklich mal eine gute Gilde. Scheint aber momentan tatsächlich in irgendeiner Form am Aussterben zu sein. So, dann würde ich mal sagen, machen wir hier den Dockhaus Bobby. Dann hätten wir da noch die Katz. Ja. Ich brauche noch was zum Heilen. Und das ist ziemlich schnell. Mein Gott, es laggt immer noch so sehr. Hab ich vergessen, jetzt wieder umzustellen. Na gut. Okay. Jetzt machen wir hier die Roboterverbindung. Und das war's. Scotty Pippen meint Vendetta, Vendetta. Jawohl, Vendetta. Blutfehde. Blutrache. Warum? Gilde 2 hatte gegen Animate This in Match 1 verloren. Und Gilde 1 hat jetzt gegen Animate This seinen Kampf. Werdet ihr dann ja in einem anderen Video sehen. Was heißt Kampf? Animate This wurde regelrecht zerstört von Gilde 1. Da sieht man dann halt doch den Stärkenunterschied zwischen Gilde 2 und Gilde 1 aktuell noch. Das Problem ist, dass bei uns immer wieder irgendwie Starke plötzlich inaktiv werden und ja, es dauert eben seine Zeit, bis jemand auf ein gewisses Level kommt, um da richtig mitmischen zu können. Wobei es gibt immer wieder Spieler, die das relativ schnell schaffen, die dann da Vollgas geben und dann echt schnell mit am Start sind. So, Eugene Belcher, Teufel Hank, Cupido Bobo, Cupido Bobo. Man merkt, dass ich echt nicht fit bin. Na gut. Cupido Bobby. So. Gegen Wanglish. Destiny. Das ist jetzt irgendwie kein toller Start, muss ich sagen. Na gut, haben wir also nur Charakterkarten. Weiß sein muss bei dem Gegner hier, ach, hätte ich doch bloß die Lila am Anfang gespielt, dann hätte ich den jetzt schon down. Das goldene Stück Scheiße hätte dann jetzt nicht mehr überlebt. Ah, und ich krieg noch weiter nur, okay, ja, jetzt kommt mal endlich was anderes. So, und jetzt habe ich da oben Chicken Fight. Das ist ja toll. Da kommt Freude auf. Chicken Fight. Spiele ich jetzt hier die Skimaske, die wenigstens da noch ein bisschen von der Bombe oder von dem Punch noch weg abhält. Je nachdem, wo er hingeht. Hier haben wir noch einen Burger für alle zu meilen und ein Schild und noch Punch. Also die Nurse Tina, jetzt genau die richtige Wahl, um sogar eine glatte 100 noch rauszuholen. Fünf Kombos gespielt. Toll! Wahnsinn. Noch 7 Matches gegen Wanglish. Kevin!
Grad School. Rod Rodriguez to Real. Das ist natürlich auch ein Monster, ne? Ja, ist jetzt sehr schwer, muss ich sagen, das zu entscheiden. Warum spiele ich jetzt Fahrt School Jimmy Jr. zuerst? Ich hätte theoretisch die Möglichkeit, einen First Hit zu machen. Oder eben so wie das hier, der dann aggressiv nach vorne pusht. Den First Hit schaffe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, ich gehe jetzt mit One Man Musical ran. Und mache nebendran die Skimaske, um dann entweder den Bob oder den Philip J. Fry drauf zu spielen. Philip J. Oh, wieder dieser Scheiß-Lag. In dem Scheiß-Lag hätte ich jetzt fast die falsche Karte gespielt. Philip J. Fry ist Fry im Roboterkostüm. Oder aber Dr. Bombenstein. Nimm mal Dr. Bombenstein. Warum? Sollte irgendwas kommen? Naja, ist jetzt eh erledigt. Sollte irgendwas kommen mit einem Mäuerchen noch, dann hätte ich dagegen vorgehen können mit dem Dr. Bombenstein. Mit dem Philip J. Fry dann nicht mehr. So. Nur auf Nummer sicher gehen. Ja, das Ding, das ist durch. Gegen Kevin. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer als besser. Naja. So. Tim 663. Mr. Front. Hier würde es sogar unter Umständen Sinn machen, das jetzt mal so rumzuspielen. Dann haben wir den First Hit. Was ist denn das? Ich muss echt mal schauen, welche Programme da alle im Hintergrund laufen aktuell, weil das hier ist ja nicht normal. Irgendwie pfeift der Rechner hier auf dem letzten Loch. Und das nur wegen Animation Throwdown im Browser. Juhu! So. Gegen Tim 663, zum Glück sind das ja hier keine ewiglich langen Matches, sondern die Gegner sind relativ einfach. So. Blood God. Komm, wir fangen mit der Biegeschule erstmal an. Na, hätte ich das gewusst. Wir haben ja Leech durch den BGE. Ich hab die auch. Lila gegen Lila. Jetzt muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ugh. Diese Lila allerdings gefällt mir nicht.
Ja, mit der kann ich es aber eventuell schaffen. Eventuell durch. Ja. Nein! Ah, vier Leben zu wenig. Vier Leben zu wenig. Scheiße. Es waren vier Leben zu wenig. Shitty. Oh mein Gott. Und jetzt? Oh, jetzt werde ich zerstört von dem Testament einer Hausfrau. Meine Güte. Ja, ist ja jetzt gut. Jetzt mach doch endlich mal ein Finishing-Move hier. Meine Güte. Ah, ist das schlimm. Nur? Nein! Nein! Wenn ich das jetzt noch gewinne. Wenn ich das jetzt noch gewinne. Ich habe ja nur noch vier Leben. Es darf kein Fehler mehr passieren. Ihr müsst fünf überall runterkrippeln. Und das jetzt bei diesem Leggy-Rechner. Der macht sechs Schaden schon dort. Das kann ich so nicht bringen. Ich muss hier tatsächlich jetzt irgendwas in der Richtung machen mit Fahrtschool Jimmy Junior. Jetzt bloß keinen Fehler machen, ey. Oh mein Gott, das gewinne ich noch gegen Blood God. Mit nur vier Leben. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich gucken. 16. Wenn ich jetzt irgend. Ich darf die nicht loslassen, auf keinen Fall. Ja, ich habe es gewonnen. Gegen Blood God. 69. Ah! Da hast du dein Testament aber ohne mich gemacht. Du Hausfrau, du. Ha. Besiegt habe ich dich. Besiegt. So. Der war aber mega knapp jetzt hier. Oh mein Gott. Also, fangen wir wieder an. Und da sieht man, mit einem First Hit hätte ich die ganze Scheiße mir ersparen können. Deswegen machen wir das jetzt gleich am Anfang. Ich meine, okay, bei diesem Gegner hier mit nur 32 Leben sehen wir ja, der wird nicht viel da rausholen können. Aber nichtsdestotrotz, lieber auf Nummer sicher gehen. Ich habe schon Situationen gehabt. Wo ich anhand der Lebenszahl den Gegner total unterschätzt habe und der kam dann da mit irgendwelchen Pre-Combo, Quad-Fused und Schieß mich tot, war halt ein kleiner Whale, der noch nicht so weit war. Aber ich glaube, der wäre jetzt nicht hier in dieser Gilde. So, Samira. Ist der nächste Gegner. Das wäre der Burger-Boss. Nein, ich will die hier spielen. Da haben wir nämlich 45 Schaden am Anfang. Und das ist eine ganze Lebensanzeige. Er würde so viel Schaden machen, wie der Typ an Leben hat. Oder sie, Samira. So, dann hätten wir noch die Pautake Patriadale. Und jetzt nochmal was zum Heilen mit Bänderbräu. Falls das notwendig sein sollte. Noch zwei. Und dann sind wir auch gleich durch nach sensationellen 14, 15 Minuten. Das hört sich echt nicht gut an. Vielleicht sollte ich doch mal zum Arzt gehen. Mache ich aber nicht. Dann geht schon weg. So.
Doghouse Bobby. Und Peter ging in Peter. No Fuentes. Betrunkener Peter. Erstens kommen wir durch die Mauer durch. Zweitens setzen wir unser tödliches Gas ein. Da hilft dem Sexualkunde Peter gar nichts mehr. Der ist jetzt nicht mehr zu retten. So, dann kommen wir mit der hier kämen nur 6 Schaden durch vom Bender. Aber es wird ja auch noch gecrippelt. Er hat ja hier noch den 25-fach Cripple und eben Cripple All von der Tina. Das heißt, da kommt jetzt im Moment gar nichts mehr an. So. Jetzt mache ich hier noch die Klopperella und dann ist das Ding sowieso schon rum. Der betrunkene Peter wird das Spiel schon beenden. Wenn es nicht da vorne schon ein Bending School Grab macht mit 99. So. Wir sind kurz vor Weihnachten und ich krieg den Rotz nicht los. Schön. Freue ich mich drauf. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock. So. Oh, okay. Barin Zeynch. Das war's für dich. Und vor allem, wenn ich jetzt sehe, dass da nur eine Tom Landry Middle School Single Fused rauskommt. Das können wir uns jetzt schenken. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr weiterzumachen. So, das gibt eine glatte 100. Wie soll es anders sein? Schlimme Tina auf 1, Feierabend. Ja, also noch 1,5 Stunden zu spielen. Wir haben jetzt hier von denen nur 14 Aktive gehabt. Bei uns sind es, also 1,5 Stunden sind es noch. Georgios mit einer sensationellen 999, Knuckster 989, Manubaya 987, Snorts 983, Ililililil. 974 X-Strike, 972 Zardos, 970 Magolo 500, 99. Nicht nur 963. Achso, wegen diesem einen scheiß Match da hier. Veni 995, Benita 945, Joseph 937, Vova 934, Simal 900. Dann haben wir Fanzinho BR, Nice Greetings to Brazil, Mark Foul, James, Dreifuchs, Badass Charlene, Schmobi, Lord Universe, Raulito, Scotty Pippen, Fred Deppi, Slimchi, Bryanth, Quarkmüller, Anderson, Wanda, Heiler, Vergen, Real, Xalisco, Liquid, Max, Bobob, Travis, Suarez, Stewie und Player. 1,5 Stunden sind noch zu spielen. Und mit Sicherheit noch der ein oder andere joinen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Zero oder mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.